Hallo Kinder, ich bin Luis. Heute sind wir mit dem Bilderbuchkino mal im Kindergarten zu Gast. Viel Spaß! Hallo, ich bin Dine vom Lütenhof von der Lebenshilfe Soltau. Ich möchte heute mit euch ein Bilderbuch zusammenlesen. Die Geschichte heißt Mia, meine ganz besondere Freundin. Und geschrieben hat sie Dagmar Eiken-Lüchow und die Bilder hat Tanja Hussmann gemalt. Das Buch ist im Neufeld Verlag erschienen. Los geht's! Ich bin Lotte. Ich gehe in den Kindergarten und so sehe ich aus. Ich kann laufen und sprechen und bin gesund. Ich spiele gern mit meinen Freunden Sophia, Hanna und Max. Das ist Mia und so sieht sie aus. Mia ist meine Freundin. Sie ist so alt wie ich und geht auch in den Kindergarten. Wir sind in derselben Gruppe. Mia, meine anderen Freunde und ich. Aber Mia ist etwas anders als wir. Sie sieht nicht krank aus, aber Mama sagt, Mia ist doch irgendwie krank. Mia kann laufen wie wir, aber sie spricht nicht mit uns. Wenn ich Mia frage, ob sie mit mir spielen möchte, schaut sie mich oft gar nicht an. Sophia, Hanna und Max machen das immer. Sie antworten mir auch. Mia sagt nur Sachen wie da da, di di, grrr oder sass sass. Mia kann wohl hören, aber sie versteht mich trotzdem nicht. Meine Mama hat mir das so erklärt. Sie hat mit mir Italienisch gesprochen. Buongiorno Lotte, come sta? Das heißt, guten Tag Lotte, wie geht es dir? Dann hat Mama mich gefragt, hast du verstanden, Lotte, was ich dir gesagt habe? Da habe ich mit dem Kopf geschüttelt. Ich hatte absolut gar nichts verstanden. Aber du hast mich doch gehört, Lotte, oder? Ja klar, ich hatte Mamas Stimme ganz deutlich gehört, ganz laut und deutlich. Und dass sie irgendwas gesagt hatte, konnte ich hören. Aber ich wusste nicht, was sie damit meinte. Was glaubst du, Lotte? Habe ich etwas Freundliches gesagt oder geschimpft? Fragte mich meine Mama. Du hast etwas Freundliches gesagt, antworte ich sofort. Deine Stimme hörte sich nicht wie Schimpfen an. Aber mehr habe ich leider nicht verstanden. Und genauso ist das mit deiner Freundin Mia, sagte Mama. Da wusste ich, was mit Mia los war. Mia merkt, ob ich mit ihr böse spreche oder lieb, aber nicht, was ich ihr gesagt habe. Und manchmal merkt sie daher auch nicht, dass ich überhaupt mit ihr spreche. Puh, das ist kompliziert. Wie kann ich denn mit Mia spielen, wenn sie mich gar nicht richtig versteht? Und wie soll ich wissen, was Mia möchte, wenn sie gar nicht mit mir reden kann? Am nächsten Tag ging ich in den Kindergarten. Mia war schon da. Sie läuft ganz oft durch die Gruppe und lächelt. Manchmal hört es sich auch an, als würde sie singen. Und an einigen Tagen schaut sie einfach aus dem Fenster. So war es auch an diesem Tag. Ich ging zu ihr und sagte, "Hallo Mia." Aber Mia drehte sich nicht mal zu mir um. Sie schaute mich nicht an. Ich rief noch einmal, Mia, hallo, ich bin's, Lotte. Aber nichts geschah. Da streichelte ich ihr vorsichtig über ihre schönen blonden Locken. 3, 4, 5 Mal. Dann streichelte ich ihre Wange. Einmal und noch einmal. Plötzlich schaute Mia mich kurz an. Aber dann drehte sie sich ganz schnell um und lief los durch unsere Gruppe. Sie lachte dabei und ich freute mich irgendwie auch. Dann kam Max zu mir und wir beide setzten uns auf den Teppich und puzzelten. Am nächsten Morgen war ich die Erste in unserer Gruppe. Sophia, Hanna und Max kamen kurz nach mir und wir fingen an zu malen. Dann kam Mia mit ihrer Mama. Mias Mama ging mit ihr zu unserem Maltisch und setzte sie auf einen Stuhl. Mia griff sofort zu den Stiften und malte auch. Mia kann gut malen. Sie malt schon tolle Menschen mit Augen, Nase und mit Haaren. Dabei erzählt Mia, di di di, ras ras, puh, und lachte. Sophia und ich lachten auch. Das hört sich witzig an, wenn Mia spricht. Und Hanna antwortete mit denselben Worten wie Mia. Di di di, ras ras, puh.
Da schaute Mia plötzlich zu Hannah und lächelte kurz. Wir lächelten auch, denn es ist so schön, wenn Mia sich freut und wir alle zusammen malen können. Mia mag genauso gerne Lieder wie ich. Sie kann nicht mitsingen, aber sie hat gelernt, wann wir klatschen und wann wir winken und sogar stampfen. Und manchmal macht sie es dann genau wie wir. Ich habe das Gefühl, Mia versteht uns nur, wenn wir singen und tanzen. Mia mag genauso gerne Lieder wie ich. Das finde ich toll. An einigen Tagen aber singt und tanzt Mia nicht mit, wenn wir im Stuhlkreis sitzen. Sie kann irgendwie nicht so lange still auf dem Stuhl bleiben wie die anderen Kinder. Dann springt sie plötzlich auf und rennt durch den Raum. Hannah findet das richtig doof und das hat sie ihr auch schon mal gesagt. Warum darf Mia rumlaufen und wir nicht? Ich habe heute auch keine Lust auf Stuhlkreis, schimpfte sie. Aber ich denke, das ist schwer für Mia, die ganze Zeit ruhig zu sitzen. Mir wäre es auch lieber, wenn Mia alles mit uns zusammen machen würde. Doch ich glaube, sie versteht wohl unsere Regeln noch nicht. Das ist ja auch schwer, wenn man nicht richtig versteht, was die Menschen sagen. Aber Mia ist so klug, sie lernt das irgendwann noch. An einem anderen Tag spielte ich mit Hannah Prinzessin. Wir wollten gerade spielen, dass wir an unserem Schloss Kaffee trinken. Und Hannah hatte schon die Kaffeekanne in der Hand. Da kam Mia angerannt. Schwupps! Hatte sie Hannah die Kanne aus der Hand genommen. Das fand ich doof und ich sagte zu Hannah, los, nimm sie ja wieder weg. Wir spielen jetzt Kaffee trinken. Und als Hannah Mia die Kanne wegnahm, warf sich Mia auf den Boden und schrie. Ganz laut. Das war eine blöde Situation, denn ich konnte ihr nicht sagen, dass wir die Kanne jetzt brauchten. Aber wir brauchten sie unbedingt und Mia konnte jetzt nicht damit spielen. Basta! Aber ihr Schreien nervte auch. Da schaute ich zu Alex und Melanie hinüber. Die beiden kümmern sich um uns, wenn wir im Kindergarten sind. Alex ging zu Mia, nahm sie auf den Arm und tröstete sie kurz. Aber Mia schrie weiter. Da nahm er die Seifenblasendose vom Schrank und pustete riesengroße Seifenblasen in die Luft. Das fand Mia toll und sie hörte auf zu weinen. Schnell rannte sie hinter den Seifenblasen her, fing sie und ließ sie platzen. Max und Sophia machten mit. Jetzt hatten alle meine Freunde Spaß. Max, Sophia und Mia mit den Seifenblasen und Hannah und ich tranken unseren Prinzessinnenkaffee. Vor einigen Tagen ist etwas ganz Tolles geschehen. Wir saßen am Frühstückstisch und jeder hatte seine Brotdose herausgeholt. Mia hatte gesehen, dass wir etwas essen und lief zu ihrer Tasche und holte auch ihre Dose heraus. Das macht sie nicht oft. Meistens holt Alex die Dose aus Mias Tasche und setzt Mia an unseren Tisch. Aber an diesem Tag machte Mia das selbst. Nun saß sie zwischen mir und Sophia, aber sie konnte ihre Brotdose nicht öffnen. Da nahm Mia plötzlich Sophias Hand und legte sie auf die Brotdose. Sie drückte Sophias Hand ganz fest darauf. Sophia und ich wussten sofort, was das heißen könnte. Sophia sollte Mia helfen, an ihr Brot zu kommen. Sie sollte ihr die Brotdose für Mia aufmachen. Und sie schaffte es auch. Plopp, da war die Dose auf. Mia nahm ihr Brot und frühstückte genau so wie wir. Da habe ich gemerkt, dass Mia doch irgendwie mit uns reden kann. Toll, oder? Sie kam danach öfter zu einem von uns Kindern, zog uns zu etwas hin, was sie gern haben wollte, oder legte die Hand auf etwas, was sie nicht alleine öffnen konnte. Ich finde es toll, dass Mia auf diese Weise mit uns reden kann. Ich mag Mia. Mia ist meine Freundin. Manchmal ist es ganz schwierig, aber manche Sachen spielt sie genauso gerne wie Max, Sophia, Hannah und ich es tun. Ich spiele gerne mit anderen Kindern. Mia spielt gern alleine. Aber wir sind trotzdem alle zusammen Freunde. Ich bin Lotte, ein Mädchen, das in den Kindergarten geht. Und Mia? Mia geht auch in den Kindergarten.
und ist meine ganz besondere Freundin.